die Schmetterlingsbrücke. Das ist eine der Übungen, die ganz, ganz hilfreich ist, zum einen um die Muskulatur des Beckenbodens zu stärken und gleichzeitig Unregelmäßigkeiten im weiblichen Zyklus vorbeugt. Du beginnst dabei so wie hier in der Rückenlage und genießt den Raum der Entspannung. Schließt also eure Augen, ich gehe jetzt wieder hier zurück, schließt eure Augen und spürt, wie sich der Zeigefinger und der Daumen der jeweils gegenüberliegenden Hand berühren. Einatmend hebt sich der Bauch leicht nach oben und in der Ausatmung fällt er ganz tief und sehr entspannt nach innen. Und dann wird fühlbar, dass in der Ausatmung die Berührung von Daumen und Zeigefinger ein klein wenig intensiver wird. Und beim Einatmen gehen sie etwas weiter auseinander. Und jetzt kann es natürlich in manchen Fällen sein, dass die Arme zu kurz sind oder der Bauch zu hoch. Und dann bietet sich natürlich an, die Hände etwas weiter oben hinzulegen oder etwas weiter auseinanderrutschen zu lassen. Es ist also nicht zwingend, dass sich die Finger berühren müssen. Es ist nur eine kinästhetische Hilfe für die eine oder andere. Und wenn ihr jetzt das nächste Mal ausatmet, drückt bitte die Fußsohlen fest aneinander, so dass sich der untere Rücken in den Boden hineinschiebt beim Ausatmen. Und lasst in der Einatmung los, so dass der Rücken in seine natürliche S-Kurve rollt. Ausatmen, die Fußsohlen aneinander drücken, der Rücken schiebt sich dadurch in den Boden und in der Einatmung wieder lösen. Im freien Atemrhythmus. Und hier wird nach einer Weile ganz oft fühlbar, dass sich die Muskulatur des Beckenbodens mit nach innen oben anspannen oder hineinziehen möchte. Und ich möchte euch bitten, dass ihr das jetzt ganz intensiv herbeiholt, dass ihr einfach in der nächsten Ausatmung den Beckenboden aktiv nach innen oben hochholt, Richtung Bauchnabel. Und in der Einatmung entspannt nach unten loslässt. Das ist so ein bisschen ein Gefühl, als ob ihr mit dem Fahrstuhl nach innen fahren würdet. Und ja, wir gönnen uns die Zeit, die einzelnen Abschnitte des Beckenbodens deutlich zu spüren. Das ist jetzt mehr auf Frauen bezogen, möchte ich dazu sagen. Zieht also in der nächsten Ausatmung aktiv den Armschließmuskel nach innen oben hoch. Und versucht dabei, den mittleren Teil des Darms entspannt zu lassen. Ich denke, dass die Frauen wissen, wovon ich spreche. Wir sprechen von der vaginalen Muskulatur. Die bleibt also völlig entspannt, während der Armschließmuskel nach innen zieht. Das Gleiche ist auch für Männer übbar, wenn ihr lernt, die einzelnen Schnitte des Darms einzeln zu bewegen. Und jetzt nur die Vaginalmuskulatur. Ich spreche also jetzt von meinem Körper ausgehend. Während der Armschließmuskel entspannt bleibt, vielleicht die Harnröhre. Und dann wieder alle, genau, ganz entspannt. Es ist so ein sanftes nach innen Saugen. Es ist wesentlich, dass ihr die Muskulatur des Beckenbodens deutlich und intensiv wahrnehmt, denn die Wirbelsäule geht ja durch den Beckenboden hindurch. Und kriegt durch eine kräftige Beckenbodenmuskulatur Kraft in ihrer Ausrichtung, während gleichzeitig Organsenkungen im Unterleib vorgebeugt wird. Entspannt jetzt wieder einige Augenblicke lang und lasst den Atem im natürlichen Rhythmus zurückfallen. Hier gäbe es die Möglichkeit, bereits die Übung zu beenden oder aber ihr fahrt weiter mit der Übung fort. Gebt die Hände in diesem Fall neben den Körper, sodass die Handflächen den Boden berühren und zieht in der nächsten Ausatmung den Beckenboden wieder ganz fest nach innen oben hoch und hebt in der Ausatmung den Rücken nach oben hoch in die Luft, während ihr den Beckenboden weiter festhaltet. Den Beckenboden oben festhaltend einatmen, der Bauch geht nach oben, Beckenboden bleibt aktiv. Ausatmen langsam, den Rückenwirbel für Wirbel absenken, Beckenboden geht noch fester nach innen
und einatmend den Beckenboden lösen. Ausatmen, Beckenboden nach innen oben holen, der Rücken hebt sich in die Luft, Beckenboden bleibt gehalten. Oben einatmen, Beckenboden bleibt fest. Ausatmen, langsam den Rücken senken, Beckenboden geht noch fester nach innen, unten Beckenboden lösen. Einatmen, natürliche S-Kurve der Wirbelsäule und im eigenen Rhythmus noch einmal oder zweimal wiederholen. Ich würde dich bitten, dir das genau anzusehen, denn du kannst es hier sehr schön mit beobachten. Und das Visuelle, sagt man, überträgt sich viel in dem Ablauf ins körpereigene System. Nice. Und wenn ihr das nächste Mal unten seid, bleibt einfach unten liegen wieder. Gebt die Hände zurück auf euer Becken. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten fortzufahren. Entweder ihr bleibt hier in der Haltung und entspannt für weitere 5 Minuten in der Haltung des roten Schmetterlings. Oder ihr lasst wahlweise ein Bein nach dem anderen nach vorne ausgleiten, um ganz deutlich zu spüren, wohin diese Übung hineinwirkt. Namaste.